Normalerweise benutze ich die Standard Apple Magic Maus, welche bei meinem Mac dabei war. Damit bin ich auch super zufrieden, es sei denn, es geht um Zocken. Welche Maus da kostengünstig Abhilfe schaffen soll, ob man nicht doch mehr Geld investieren muss, das erfahrt ihr nach dem Intro. Muss gesagt werden, die Maus ist von einem No-Name-Hersteller, was bei dem Preis von 13 Euro aber auch verständlich ist. Damit ihr unser Modell auch findet, haben wir einen Amazon-Link in der Videobeschreibung. Kommen wir also als erstes zur Verarbeitung. Die Maus ist leicht, meiner Meinung nach etwas zu leicht. Liegt aber gut in der Hand. Das ist aber auch auf der Größe begründet und naja, die Größe der Hände sind unterschiedlich. Dazu sei gesagt, dass meine Hände noch relativ groß sind. Trotz des geringen Gewichtes kann man sie noch gut kontrollieren, wenn man das Mauspad benutzt, welches ebenfalls mitgeliefert wird. Das ist ein großer Pluspunkt bei dem Preis, zudem das Mauspad keine schlechte Qualität hat. Mir ist die Maus schon ein paar Mal runtergefallen, die Stütze hat sie überlebt. Der nächste Punkt, das Kabel. Aber warum ein Kabel? Zum einen spart man sich die Batterien und die DPI-Anzahl ist höher, was für eine kürzere Reaktionszeit sorgt. Das Mauskabel macht einen recht hochwertigen und schönen Eindruck. Die Maus verfügt zudem über drei Maustasten, die funktionieren, doch was sie machen, wird einfach nicht klar. Die obere Taste ist nicht mehr als ein zweiter Linksklick und in Spielen auch nicht belegbar, sinnlos also. Die andere vordere macht hier und da unterschiedliche Dinge, bei Spotify beispielsweise kann man damit mehrere Songs auswählen, Dateien im Finder allerdings nicht. In Spielen wie Minecraft beispielsweise kann sie nur als Maus 3, was das gleiche ist wie der Mausradklick, belegt werden. Die hintere Taste hat irgendwie so gar keine Funktion. Der Kritikpunkt der Maus ist also, die Tasten sind bloß Attrappe. Ich finde das weniger schlimm, da ich sie eh nicht benutzen würde. Andere, viele Nutzer hingegen schon. Eine persönliche Entscheidung also. Die DPI-Taste ist auf der Oberseite und ändert die Zeigergeschwindigkeit und das Ganze wird durch ein Blinken der Maus bestätigt. Das funktioniert soweit immer. Als letztes anzusprechen ist, dass die Maus beleuchtet ist und ihre Farbe von alleine wechselt. Das ist allerdings nur ein nettes Gimmick. Kommen wir nun zum Fazit. Die Maus hat ihre Schwächen, doch für 13 Euro macht jeder Einstiegsgamer da nichts falsch. Wer aber mehrere Stunden am Tag spielt oder einfach nur mehr Wert auf die zusätzlichen Maustasten legt, der sollte dann doch mehr Geld ausgeben.